So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Update, beziehungsweise zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Denn demnächst geht es wieder los mit den schlechtesten Minecraft-Mods. Mit Schmotz Staffel 2, Schmotz 2. Und ich sehe schon, da hinten hat jemand schon vor Freude in den See gekackt. Wow, super. Oh Gott. Ja, ich habe mir nämlich jetzt in den letzten Tagen habe ich mich nochmal hingesetzt und ich habe so viele schlechte, verbuggte, dämliche Mods gefunden, dass ich diese auf jeden Fall euch nicht vorenthalten möchte. Ich möchte auf jeden Fall ein Projekt mit diesen starten. Es wird so bescheuert. Möchte auch noch nicht allzu viel verraten, außer dass es nochmal die Staffel 1 toppen wird. Wir hatten ja die Ariana Grande Mod gehabt, die Poop Mod, die Teletubby Mod. Ah, Hilfe, ich bin in ein Loch gefallen. Vielleicht sollte ich da auch drin bleiben. Ah, es wird so bekloppt. Ab nächste Woche Dienstag, vielleicht schon am Donnerstag, geht es los mit den schlechtesten Minecraft-Mods 2. Allerdings brauche ich da noch eure Hilfe, denn ich brauche noch ein anständiges Ziel. Wir könnten uns natürlich wieder mit einem Instant-Damage-Trank abknallen und müssen uns versuchen, so einen Instant-Damage-Trank zu brauen, müssen uns damit besiegen. Müssen wir nämlich wieder durch Höhlen reisen, wir müssten in den Nether und müssten da Sachen zusammensuchen, dann würden wir einiges sehen. Außer ihr habt irgendwelche anderen lustigen Achievements, die man irgendwie absolvieren muss, dann können wir natürlich diese ebenfalls vorziehen, dann könnte ich euch natürlich in den Videos erwähnen. Und ich hatte, wie gesagt, so viel, oh Mann, geht doch mal weg, und ich hatte so viel Spaß mit der ersten Staffel, ich habe so viele Kommentare erhalten, ihr hattet Spaß, ich bin immer auf die Kommentare eingegangen in den Videos, weil ich alles so zeitnah aufgenommen habe, und demnach würde ich auf jeden Fall gerne mit diesem Projekt weitermachen. Ja, ich hatte eigentlich sonst vorgehabt, mit Minecraft Vegan anzufangen. Das war die Geschichte, wo man keine Mobs kaputt hauen darf oder töten darf. Das ist auch eine tolle Sache gewesen, da habe ich auch sehr viele Kommentare zu erhalten und solche Fragen wie, ob Veganer überhaupt Fleischtomaten essen dürfen. Ja, die ganze Vorbereitung werde ich auf jeden Fall abspeichern und werde dann eventuell nach Schmotz 2 dann damit loslegen, weil, wie gesagt, ich habe so schnell so viele und so schlechte Mods gefunden, die ihr noch nicht gesehen habt. Ich habe hier, glaube ich, man sieht hier, glaube ich, nur zwei. Es sind die Yellow Submarine, die Furby Mod, aber es sind noch ganz, ganz viele andere Mods, die wir ausprobieren werden. Und wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Es sind auf jeden Fall Mods dabei, die ich persönlich auch noch nicht ausprobiert habe. Und ich habe ein bisschen Angst und ich glaube, ich habe mich gerade auch eingeschissen. Naja, ist auch egal. So, ich hoffe, dass wir uns dann also spätestens am Dienstag, eventuell schon am Donnerstag sehen werden, zu einer ganz neuen Runde, zu einem ganz neuen Projekt, zur zweiten Staffel von den schlechtesten Minecraft-Mods von Schmotz 2. Und ich habe ein bisschen Angst und viel, viel Dank für die ganze Unterstützung und ich freue mich schon, es wird wirklich ein sehr, sehr beklopptes Abenteuer und ich freue mich. Ich werde mich bis dahin einfach hier verbuddeln und demnach war es das von mir. Das war der Lokopa. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ich kann, wie gesagt, nicht dafür garantieren, dass ihr von diesem Augenkrebs, den man eventuell bekommen kann, verschont bleibt. Naja, demnach war es das von mir. Bis dann und bis demnächst. Ciao.